wie ich eine Woche beim Bundesgrenzschutz verbrachte. Das haben nicht so viele erlebt wahrscheinlich. Naja, ich erzähl's mal. Ich hatte schon immer ein sehr, sehr, sehr angespanntes Verhältnis zu meinem Vater. Das hat mich so ziemlich geprägt in früher Kindheit und ein bisschen sicherlich die eine oder andere Konterreaktion ausgelöst. Eine wurde heftig, als ich denn dann, ich war 16 und meine Versetzung im Gymnasium zur 11. Klasse war äußerst prekär, vakant. Und ich ging eines Tages in die Schule und dann sagte der Lehrer so in einem Nebensatz so ungefähr: Naja, der Steinke ist ja sowieso dann ab Herbst nicht mehr dabei. Und ich dachte, wie, was, wo? Ja, dein Vater hat dich ja abgemeldet. Damit kriegst du die Versetzung in die 11., hast mittlere Reife, musst dann aber die Schule verlassen. Ah ja, schön, dass ich das auch erfuhr. Das war kurz vor den Sommerferien, da wechselten ja die Schuljahre noch im Sommer. Und mein Vater hatte irgendwie vergessen, mir das auch mitzuteilen, obwohl das schon ein paar Tage zurück war. Nun gut, der Sommer kam und ich hatte jetzt nicht so richtig vor, was ich denn nur eigentlich machen will, soll, könnte. Und ein Jahr vorher hatte ich angefangen, Bass zu spielen, was mir sehr wichtig war. Ich hatte mir vorgenommen, in ein, zwei, drei Jahren zu probieren, ob es denn wirklich sein könnte, dass ich damit Profi werde. Kein Kontrabass, sondern ein E-Bass. Ja, das wollte ich weiter probieren, da war ich jeden Tag auch dran und dachte, wie mache ich das, weil jetzt kann ich es noch nicht entscheiden nach einem Jahr. Und dann kam mir die Idee, dass ich ja wahrscheinlich sowieso zum Wehrdienst gehen müsse, irgendwann in 2 Jahren oder 3 Jahren, ich war 16, und überlegte, dann melde ich mich vielleicht freiwillig, dann muss ich ein bisschen länger hin, dann kriege ich ein bisschen mehr Geld, habe vielleicht nicht ganz so auch die Belastung, sondern ein bisschen mehr Achtung. Und kann in den 2 Jahren weiter jeden Tag nicht nur ein Gewehr, sondern auch ein Bass in der Hand haben. Wenn ich dann von da zurückkomme, bin ich 18, weiß, ob ich Musikprofi werde und habe den Militärdienst schon hinter mir. Fand ich einen super tollen Plan. Gleichzeitig wissen, dass ich völlig opportun dahin gehe, weil Start und Dings waren mir, dass ich war, das war 68, 69 war das, 69. Ich war in der verschlafenen Stadt Goslar am Harz nicht so sehr politisch involviert. Man könnte auch vergleichsweise zu einem Berliner sagen, ein bisschen zurückgeblieben wahrscheinlich, gesellschaftlich. Aber ich war jedenfalls definitiv links und hatte also mit Militär und dem Staat und dem Drill und allem gar nichts zu tun. Ich ging also definitiv opportun dorthin, so war die Idee. Ja, ich machte Aufnahmeprüfungen dann da und schaffte die auch, Grenzschutz bot sich an, nicht zum Militär, weil da gab es noch ein bisschen mehr Geld, galt auch allgemein als noch ein bisschen elitär, da konnte man dann hoffen, dass es vielleicht einem besser geht oder so und ein bisschen ziviler zugeht oder so. Ja gut, also wir nehmen dich, du bist sportlich und intellektuell fit genug, du bist aber noch keine 17, deswegen kannst du zum 1. Oktober noch nicht eintreten bei uns, sondern erst zum 1. Januar, weil am 16. Oktober wurde ich da erst 17. Dachte ich, ach ja, Mist, wie überbrücke ich die Zeit? Landete in meiner Kneipe, in meiner Szenenkneipe als Kellner, was mir sehr viel Spaß gemacht hat auch und blieb dann eben nicht 2, 3 Monate den Sommer über, sondern dann eben bis Weihnachten, Silvester, bis zum Herbst, nicht zum Herbst, bis zum Winter. Und, Moment. Ja, das war eine schöne Zeit mit viel Feierei und naja. Auch wenn damals die Polizeistunde noch galt mit 1 Uhr, ziemlich rigoros in einer Kleinstadt. Also, ich musste mich dann Silvester ein wenig zurückhalten und fuhr am Neujahrsmorgen, am 01.01.1970, fuhr ich dann einmal um den Harz rum nach Duderstadt, da muss man dann außen rum, musste dreimal umsteigen, es hatte sehr viel geschneit, man sah sehr viele verkaterte Leute und ein bisschen war ich auch vor allen Dingen ja schlecht gelaunt. Ich hatte aber meinen ollen ersten Bass mit in einer fürchterlich schlechten, miesen Tüte auf dem Buckel, eine Reisetasche in der Hand und fuhr also so nach Duderstadt. Da gab es noch eine sehr lustige, kleine, bezeichnende Episode, die sich kaum für Linie einfallen lassen könnte. Der Schienenbus, der hielt auf freier Strecke oder was ich, 500 Meter vor dem Bahnhof, es war schon dunkel, der Zug war voll.
Ich dachte, wir seien am Bahnsteig, wunderte mich, dass keiner auf, dass keiner aussteigen wollte, machte die Tür auf, sprang raus, stand knietief im Schnee und um mich herum lauter Leute, die sich nicht trauten zu lachen oder zu grinsen, aber allerhöchst verwundert guckten, was denn dieser komische Heini da macht. Naja, so war also meine Verfassung und eine halbe Stunde später bin ich in Duderstadt dann auch so, wie gesagt, mit diesem ollen, schäbigen Sack und einem was in der Hand zum Grenzschutz eingewandert durchs Tor. Das muss sehr skurril ausgesehen haben. Gut, war ich halt da, versuchte mich da ein bisschen dran zu gewöhnen und erlebte da die ersten Tage. Da sage ich mal so zwei Aspekte. Ja, das war unangenehm. Ich war mit 4, 5 anderen Leuten da auf einer Bude. Und es begannen die Schulungen und der ohnehin schon kurz gemachte Haarschnitt wurde dann nochmal korrigiert. Der ortsansässige oder nicht ortsansässige, sondern auf dem Gelände befindliche Friseur hatte es auch genau drauf, genau so viel frisieren, dass mindestens 30-35% der Leute am nächsten Tag wiederkommen mussten, weil der Hundertschaftsführer sagt, das sind die längsten Haare, du gehst heute nochmal. Geht da nicht um die Haarlänge, geht eigentlich einzig und allein um die Disziplinierung, ganz klar. Einer dieser Teile, dann waren auch also die Unterführer da, die waren mal auch gerade 18, dann wurde man in Reihe und Glied zum Essen geführt. Da hieß es dann auch mal, Schnauze da hinten, sonst fallt ja auf dieselbige. Wir sollten also nicht reden auf dem Weg zum Essen. Aha.